Guten Morgen, Freunde. Heute wesentlich früher als gestern und damit herzlich willkommen zum 16. Adventskalender-Türchen. Heute am Dienstag. So. Was soll ich sagen? Heute früher, aber auch wieder wenig Zeit, weil gleich direkt wieder zur Arbeit und heute Abend um 10 Uhr bin ich dann wieder zu Hause und dann bleibt auch nicht mehr viel Zeit, weil dann sofort wieder ins Bett. Also ihr seht. Ja, und die anderen Projekte, ich bin leider auch schon wieder gestern nicht dazu gekommen. Ich hoffe, dass ich das jetzt vielleicht morgen oder übermorgen schaffe, endlich das Projekt fortzuführen. Ich sage nur Let's Play, nee, Modelleisenbahn nicht, Eisenbahnromantik. Mehr sage ich nicht und möchte ich nicht verraten. Aber das auch an einer anderen Stelle. Wir öffnen heute das 16. Adventskalendertürchen. Beginnen, so wie gestern, wollen wir, ich sippe das mal runter, beginnen wollen wir mit diesem wunderschönen Kalender. Da ist die 16 hier am Ziel, lustigerweise, da. Aber das ist natürlich nicht das Ziel des Ganzen, sondern einfach nur Zufall. Und rein zufällig ist hier auch ein Schlitten. Und da geht der Kater. So eine Roulade am Morgen. Gibt nichts Besseres. So. Dann suchen wir die 16. Ich bin gespannt, welche leckere Schokolade da heute drin ist. 15, 14, 16. Beim Herrn Poli. Jetzt köpfe ich den Herrn Poli. Ja, werte Damen, ich hoffe, ihr habt schon zahlreich und haufenweise geschrieben, dass ich den Herrn Poli dieses Jahr noch unter die Haube kriege. Und ja, bin noch nicht dazu gekommen, mir die Kommentare anzugucken. Der gestrige Teil, oh, Vollmilch. Sehr schön. Vollmilch ist bei meinem Poli. Der Poli gibt mir Vollmilch. noch nicht dazu gekommen, mir die Kommentare anzugucken. Auch nochmal sorry, dass der Teil gestern wieder so spät kam, weil den musste ich gestern nach der Arbeit machen. Ich habe ihn auf jeden Fall noch vor 0 Uhr angefangen hochzuladen. Nur dann hat das Hochladen Stunden gedauert. Und der Teil kam, glaube ich, erst so um 12:30 oder so, kam der erst online. Sorry. Aber er ist auf jeden Fall noch vor 0 Uhr hochgeladen worden. So. Wir stellen die zwei Schnuckelsdinger mal auf Seite. Richten unseren Kalender aus. Nehmen unsere technischen Hilfsmittel. So. Starten die App. Ja, das ist immer, das spiegelt sich ja so blöde drin. Kommt das Spannende wieder? Da ist die 8. Da ist die 8. Da ist die 8. Da ist die 8. Hallo. Hallo. Meine Güte. Ein Bärchen. Trau dich zart zu sein und kuschel dich in Weihnachtsstimmung. Oh Gott, wie süß. Oh, ist der nicht süß, der Bär? Oh, ist der süß. Freunde, jetzt sag mal bitte selber, ist der süß oder ist der süß? Tja, meine wunderschöne, zarte Botschaft. Und das schreit danach, ich bin sofort wieder da. Ich soll ja zart sein und soll mit meinem Teddy kuscheln. Da, 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 da. Ja, ich oute mich. Das ist mein Kuschelhase. Ja, auch ein Junge in meinem Alter hat sowas. Das ist Hasi. Und deswegen auch mein Faible zu Hasen und Katzen. Hasen habe ich ja und Katzen habe ich dann. Egal.
So, also, ich war zart. Ich hoffe, ihr wart auch zart oder seid jetzt noch zart oder werdet zart, indem ihr auch euer liebstes Kuschelchen nehmt und das einmal so rechts knuddelt. So, aber egal. Das war also die zarte Milka-Botschaft. Und ich vergesse jetzt nicht wieder, die Schokolade rauszuholen. Die holen wir nämlich jetzt raus. Da beim Teddybär. Der ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Da ist auf jeden Fall irgendwas Hohes drin. Vielleicht ein Teddybär? Er geht nicht auf. Nein, ein... Na. Ein Milka-Weihnachtsmann. In Mini-Ausführung. Der... Ey, wie kann man die Schokolade dann nur so reinpressen? Ey, es kann doch nicht sein. So, jetzt kommt er raus. Da. Ein Milka-Weihnachtsmann. Und weg war er. Na. So. Dann verschwindet der nicht so. Mein schöner DB-Adventskalender. So. Ah, oh, lecker. Heute hat er echt lecker geschmeckt. So, also, 16. Adventskalendertürchen vom Calvin. Die gestrige Frage habe ich bestimmt auch schon wieder falsch. Ich gucke solche Antworten auch nicht nach, also ich google auch nicht. Und deswegen würde ich es schön finden, wenn ihr in den Kommentaren auch nicht reinschreibt, ich habe Professor Google gefragt und Professor Google hat gesagt, dass... Nein, nein, weil ich lese mir ja jeden Kommentar durch von euch, auch wenn ich im Moment wieder nicht so wirklich zeitlich dazu komme. Aber ich lese mir durch und dann ist es blöd, wenn ich dann da schon die Antwort weiß. Also, wartet bitte bis zum 24. Und heute haben wir folgende interessante Frage. Was ist der sogenannte Fotzhobel? Wo sind wir hier? Bei Genial daneben? Was ist der sogenannte Fotzhobel? Calvin, original. Also entweder bist du ein begnadeter Fragenfinder, der auf jeden Fall zu Günther Jauch gehört, oder du hast früher mal bei Genial daneben gearbeitet. Was ist das für eine Frage? Woher hat man sowas? Woher hat man die Idee? Was ist ein Fotzhobel? Eine Briefform, ein Werkzeug, eine Textsorte. Ich habe Torte vergessen. Eine Flöte. Eine Briefform, ein Werkzeug, eine Textsorte, eine Texttorte, eine Flöte. Freunde, ich habe keine Ahnung. Was ist ein Fotzhobel? Woher hat man solche Fragen? Ich weiß es nicht. Aber aufgrund der Tatsache, da es ja weihnachtlich ist und ich der Hoffnung bin, dass er vielleicht so ein ganz kleines bisschen weihnachtlichen Flair hier reinbringen wollte, denke ich mal, es ist eine Flöte. Weil, Weihnachtslieder spielen und so alles, weil Briefform habe ich noch nie gehört. Werkzeug, es steckt natürlich ein Hobel drin. Aber ein Fotzhobel, eine Textsorte, auf keinen Fall. Wobei eine Flöte ist auch Quatsch. Fotzhobel. Schatz, wo gehst du denn hin? Oh, ich gehe mit meinem Fotzhobel üben. Nee. Ich nehme ein Werkzeug. Ich habe null Ahnung, weil wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Fotzenhobelunterricht gibt. Flötenunterricht gibt es, aber Fotzenhobelunterricht kann ich mir nie so ganz vorstellen. Deswegen nehmen wir Antwort B, ein Werkzeug. Also wie gesagt, Calvin, Hochachtung, ein Fotzhobel. Junge, 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 nicht schlecht. Tja, das war es auch schon wieder. Wir sind durch. Das ging heute irgendwie total schnell. Ich bin noch nicht mal auf 10 Minuten gekommen. Ein bisschen Zeit schinden. Nee. Mir fällt jedenfalls nichts an. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich wieder zur Arbeit stürmen. Ich mach mal die Kamera wieder hoch. Zur Arbeit stürmen. Und heute auf der Linie S1 unterwegs. Und ja, für die Leute, die in der Nähe wohnen, können ja mal vorbeigucken. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, Hasi und ich. Lalalalalala. Hasi und ich kuscheln jetzt noch ein bisschen, weil wir trauen uns zart zu sein. Wir sind zart. Wir hoffen, ihr seid auch zart und aus dem Grund würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, dann pünktlich zum 17. Adventskalendertürchen wieder und ja, vielleicht habt ihr dann morgen auch was Cooles zu erzählen. Bis morgen. NRW über 18. Adieu.